Die Schuppenflechte ist ja eine anlagebedingte Erkrankung und deshalb ist sie nicht für immer heilbar. Die einzelnen Schübe können aber durch eine gute Behandlung völlig behandelt werden, sodass wir keine abnormen Hautveränderungen mehr sehen. Also es gibt verschiedene Therapiearten und diese Therapiearten wählen wir nach Krankheitsbefall. In schweren Formen der Krankheit wird man anders behandeln als in die weniger schweren Formen der Krankheiten. Und es gibt grundsätzlich topische Therapien oder Therapien, die man auf der Haut aufträgt, in Salben oder Cremen oder Lotionen, für die gering aktive Formen der Psoriasis. Und für die mittelschwere bis schwere Form der Psoriasis gibt es andere Therapien, die man benutzen kann. Zum Beispiel Lichttherapie mit UVB oder UVA-Strahlen oder systemische Medikamente in Pillen oder ganz neue Medikamente, die sind Biologics oder Eiweiße, die sehr gezielt die Krankheitsmechanismen angreifen. Für die lokale Therapie der Schuppenflechten gibt es verschiedene Wirkstoffe. Also zuerst Wirkstoffe wie Urea oder Harnstoff sind nützvoll. Sie hemmen ein bisschen die Entzündung und vor allem sie machen eine Feuchtigung von der Haut. Das hilft bei der Schuppung in die Schuppenflechte. Und sonst, es gibt andere Mittel, die sehr nützvoll sind. Die Kortikosteroiden in Cremen oder in Salben helfen. Es gibt auch Teerderivate wie Sinjolin, die auch wirksam sein kann. Sie sind halt ein bisschen anwendiger zu benutzen, weil sie Farbe hinterlassen können. Und dann in die letzte Zeit haben sich auch Vitamin-D-Präparate entwickelt oder Assoziationen zwischen Cortison-Cremen und Vitamin-D-Cremen, die auch sehr gut wirken. Man wird eher fettige Mittel benutzen auf Orten, die sehr trocken sind und eher Lotionen benutzen in die Kopfhaut oder in Orten der Haut, die feuchter sind. Die richtige Wahl der Grundlage ist sehr wichtig, weil wir im behaarten Kopf durch eine Salbe eine Verklebung der Haare bekommen, was natürlich kosmetisch unakzeptabel ist. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel an der Handfläche die Hautschichten dick, sodass wir mit einer Salbe eine stärkere Wirkung erzeugen können und deshalb an dieser Region eher eine Salbe wählen. Ein bisschen kontrollieren, indem man sich seinen Lebensstil anpasst. Es gibt Faktoren, die die Psoriasis schwerer machen können, zum Beispiel Alkoholkonsum, großer Stress, mechanische Reize auf der Haut. Alle diese Faktoren können Hautveränderung der Psoriasis auslösen. In diesem Sinne ist es auch wichtig, dass man eine gute Hautpflege hat mit guter Benutzung von rückfettenden Cremen, sodass es so wenig wie möglich Reize auf die Haut vorkommt. Es ist wichtig, dass das Umfeld der Psoriasis-Patienten die Krankheit kennen, dass sie realisieren, dass die Schuppenflechte nicht eine ansteckende Erkrankung ist, dass das auch nichts Grusiges ist, sondern dass das eine Krankheit ist wie jede andere und dass die Patienten das gleiche Recht haben, einen guten Lebensstandard und eine gute Lebensqualität zu haben wie die anderen Menschen auch.